Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV, live von der E-Mod in München. Ich bin hier beim Yamaha-Stand und mit mir ist der Geschäftsführer von Motorpoint in Pulsburg, Franz Mittermüller. Und er wird euch auch begrüßen und dann zeigen wir euch die Highlights der Supersportler dieser Saison zur R125, absoluter supergeiler Motorsportler für unsere Jungen. Genau, für die Jungen, genau. Also Motorpoint, Franz Mittermüller in Putzbrunn, Yamaha-Händler Nummer 1 exklusiv. Geile Mopeds haben wir, alles zum Anschauen auf Lager, Probe fahren ab. März ungefähr, Mitte März geht's los. Ja, super. Also die Saison, wir sind bereit. Wir sind bereit, genau. Und seid in besten Händen in Putzbrunn und wir zeigen euch mal ganz kurz die 125er. Das sind unsere FR, 15 PS, 11 kW. Wir fahren ab 16 Jahren mit Führerschein Klasse A1 oder natürlich auch jetzt mit dem neuen B196 für die Älteren über 25, die den Führerschein neu machen müssen ja. oder machen können jetzt. Genau, hier super Optik. Wird produziert in Frankreich, ist also kein Indien- oder kein Fernostprodukt. Ja, ja, okay. Haben wir also Top-Qualität. Gut. Ja, super. Und die gibt es in verschiedenen Farben? Genau, wir haben nur in Schwarz gibt es noch, in dem Blau mit dem Grau und dann gibt es die Monster-Replika noch mit speziellen Aufklebern drauf. Ja. Die natürlich noch ein bisschen mehr für die Jungs, ein bisschen mehr Action. Ja. Bieten soll jetzt mal. Ja, ging gleich mal ein Walkaround, den habe ich eben gerade schon gefilmt, den zeige ich euch gleich nochmal. Und wenn ihr dann die Optik mal vergleicht hier mit den Supersportern, die stehen hier vor uns, die R1 und auf die R1M seht ihr das gleiche Gefühl, dieses Lifestyle-Feeling kommt dann rüber, wenn ihr auf der kleinen YZF 125 fahrt. Und wie schon gerade gesagt wurde, für auch Autofahrer jetzt können mit einer 125er einfangen und da ist Motorsport-Feeling pur und wir garantieren euch, wir als Biker, dass dann der Führerschein nicht mehr lange auf sich warten lässt, genau, damit ihr auf die großen fahren könnt. Genau, die großen genau. Super. Cool. Gut, also, dann vielen Dank und schaut's mal vorbei. Genau, in Putzbrunn. Genau, Motorpoint Putzbrunn. Dankeschön. Ja, wir schauen jetzt einmal drumherum hier im neuen Modelljahr 2020 Look Silbergrau und Blau. Die Version der YZF R125. Ihr seht hier den Bremshebelprotektor, ziemlich cool. Alles so wie bei der großen R1 und wenn man davor steht, denkt man wirklich, das wäre eine größere, keine 125er. Das Cockpit, wahnsinnig mit MotoGP-Anlehnung, LCD, ziemlich cool auch die Lenkgabel und von der Seite Delta-Box-Rahmen, schöner Auspuff integriert und hinten 140er Bereifung. Cooles Motorrad, hier im Sozius-Look kann man allerdings noch eine Abdeckung dazu packen und dann sieht es aus wie ein reiner Single-Seater. Total cool, alles wie bei einer ganz großen Maschine gemacht, also in der Hinsicht ein cooles Motorrad und ich bin mir sicher für unsere Jungen oder auch die neuen B196-Fahrer sieht das Ganze super aus und gibt einem R1-Feeling wie bei den Großen. Ja, liebe Fans von Yamaha und willkommen bei Elon Motors hier aus dem Studio und gerade ihr Jungen, die jetzt loslegen können, die Saison steht vor der Tür und bei Yamaha Motorpoint in Putzbrunn in der Nähe von München ist man schon gespannt auf euch. Warum reporten wir heute über die R125 von Yamaha? Ja, weil Elon Motors, wir sind natürlich auch für die Motorräder da und wollen euch hier die Highlights der Saison bringen. Die Yamaha R125 YZF oder auch die MT125 bieten technisch in den Tests, die ihr auch sehen könnt bei YouTube, bei anderen YouTubern, hervorragende Ergebnisse. Und was ist uns so wichtig und warum haben wir uns dieses Bike jetzt rausgesucht? Ja klar, wir finden Yamaha cool, weil in diesem Bereich ist es technisch, sicherheitsrelevanztechnisch auf dem höchsten Level und die 125er wird seit 2019er Modelljahr, also letztes Jahr war die große technische Überarbeitung, mit ganz neuen Safety Features entwickelt. Und das ist relevant und die sprechen wir an. Wir werden euch danach noch mal kurz auf der Webseite zeigen, wo ihr das findet, wo ihr sie konfigurieren könnt. Die Highlights des Bikes sind allerdings, dass man hier natürlich ABS hat, Zweikreis-ABS vorne und hinten und ganz wichtig nach unserer Einschätzung eine Anti-Hopping-Kupplung. Und das ist einzigartig in diesem Segment. Wozu braucht man eine Anti-Hopping-Kupplung? Gerade ihr Einsteiger, ihr habt das vielleicht noch nicht gehört, eine Anti-Hopping-Kupplung bietet Sicherheit, wenn man runterschaltet und zu schnell die Kupplung kommen lässt, dass es dann nicht so einen Rucker gibt und das Hinterrad versetzt. Das ist nämlich ziemlich überraschend, wenn man noch nicht lange gefahren ist. Und in diesem Segment finden wir das toll, dass die kleine Yamaha sowas hat. Denn die großen Motorräder, die großen Bikes,
Superbikes, wir haben sowas natürlich immer drin und sind da schon gewohnt, dass das so funktioniert. Das ist ganz wichtig, gerade bei MotoGP, wenn man das guckt, wenn die dann runterschalten, dass es da keine Quermomente gibt beim Abbremsen und Einkuppeln. Das hat die Yamaha, sie hat einen 140er Hinterradreifen, hat ganz wichtig ein super modernes Cockpit mit Ganganzeige. Und gerade für Anfänger finden wir das ziemlich wichtig zu sehen. Wir sind jetzt hier wirklich runtergeschaltet im ersten Gang und müssen dann an kompletten Kreuzungen viel Verkehr nicht suchen und dann viel Gas geben. Gerade die Kleinen mit 15 PS haben ja doch ein bisschen Anfahrschwäche. Wenn man dann im falschen Gang ist, wenn man gar nicht sieht, dass man im falschen Gang ist, dann ist das ein Problem. Und die Yamaha hat alles. Deswegen sind das unsere sicherheitsrelevanten Features aus Erfahrung vom Fahren. Wir sind auch andere 125 gefahren, die sowas nicht haben. Und da ist das dann überraschend, wenn man dann abwürgt und dann um die Ecke fährt und nochmal anlassen muss, weil man im falschen Gang war. Also das sind alles Themen, aber die Yamaha ist eine super Maschine. Schaut sie euch an, verschiedenste Farben. Uns gefällt sie natürlich in Blau und das absolute Highlight ist in der MotoGP-Lackierung. Und zum Schluss werden wir euch dann auch noch mal kurz zeigen, in der aktuellen MotoGP-Version. Wer fährt MotoGP bei Yamaha? Natürlich der bekannteste MotoGP-Fahrer, Valentino Rossi, mit der Nummer 46 und die Nummer 12 ist die zweite Yamaha. Und diese MotoGP Edition könnt ihr Jungs fahren, die gibt es nämlich bei MotoPoint und natürlich auch bei anderen Yamaha-Händlern. Aber der Franz hat sie vor euch vor Ort zum Anschauen und da bekommt ihr sie auch. Kostet 200 Euro mehr als die normalen Farben, aber wem das gefällt, dem ist es wert. Technisch sind sie natürlich identisch. Also, schaut es euch mal an, wir konfigurieren euch das Bike, wir zeigen euch auch nochmal die Webseite, da könnt ihr euch dann weiter informieren und wenn ihr ein bisschen Lust gefunden habt an Yamaha, wenn ihr 125er Biker seid, Supersport für Einsteiger, da seid ihr bei Yamaha, bei der Top-Marke. Und wir sind natürlich in jedem Bereich Fans von bestimmten Marken, aber im 125er Bereich finden wir absolut, ist das die Königin. Und wer natürlich mehr auf Naked Bike steht, der kann natürlich auch die MT125 nehmen. Die ist nämlich ab diesem Modelljahr in der absoluten Top-Technik von der YZF. Wir haben sie euch hier nochmal eingeblendet. Schaut sie euch mal an. Sieht super cool aus. Wie auch dann die größeren MT03, MT07, MT10 bei Yamaha. Super gemacht. Also, der Franz freut sich mit seinen Kollegen in Putzbrunn auf euch. Wenn ihr in der Nähe seid von München, schaut vorbei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei uns, schreibt sie in den Kommentar unten rein und wir schauen und beantworten euch dann die Frage. Willkommen, die Saison geht los und euch, junge Biker, viel Glück bei der Prüfung und mit der Yamaha seid ihr absolut top aufgestellt. Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt mal auf die Webseite von MotoPoint in Putzbrunn gegangen, motopointyamaha.de und dort seht ihr die Adresse, wie ihr dorthin findet und ich gehe jetzt mal auf Straße Motorräder und dann seht ihr hier schon die R1 links und die R1M und natürlich für unsere Jungen hier die Inspiration 125 Kubik, da klickt ihr einfach hier drauf und dann seht ihr die Modelle für die 16-Jährigen bzw. der B 196, na, jetzt für die Autoführerscheininhaber über 25. Hier seht ihr nochmal die R125 in der neuen blauen Lackierung, Modelljahr 2020. Und hier unter die Monster Energy Yamaha MotoGP Edition. Der Franz hat alles vor Ort. Ist natürlich begrenzte Stückzahl, also je schneller, desto besser. Und für die, die jetzt doch mehr auf Naked Bike stehen, gibt es natürlich auch die MT125. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier nochmal die Maschine von Valentino Rossi, MotoGP Yamaha mit der Nummer 46, der Maestro himself. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drive safe, ride safe, enjoy the ride und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.